Untertage kommt man ganz schön weit herum. Das Streckennetz allein im Werk Werra umfasst eine Fläche, die so groß ist wie München. Von einem Netz sprechen wir, weil der Kaliabbau dort, wo wir das Salz aus flacher Lagerung gewinnen, schachbrettartig abläuft. Und das ist ein Grubenriss. Die Stadtkarte für das Grubenfeld, für Untertage. Das System ganz einfach, die quadratischen Gebilde sind die Salzpfeiler, die noch stehen. Und drumherum, das sind die Strecken da, wo wir langfahren. Die Abbaustrecken. Wonach die Salzpfeiler die Stützen sind, die alle Gesteinsformationen nach oben bis zur Tagesoberfläche sicher tragen. Ja, nun geht es abwärts. Immer tiefer hinunter. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Fast. Dieses rötliche Salz ist das, was wir wollen, das Kali-Rohsalz. Wir haben das auf der kompletten Höhe abgebaut, aber nicht auf der ganzen Fläche. Denn genau das sind diese quadratischen Salzpfeiler, die stehen geblieben sind, die das gesamte Deckgebirge über uns tragen. Nach der Pfeilerdimensionierung hier bei 600 Meter Teufe von 32 mal 32 Meter kommt dann die 12 Meter breite Abbaustrecke da, wo wir das Salz rausholen, mit dem Lader zum Förderband bringen, mit dem Förderkorb nach Übertage schicken zur Fabrik. Zur Erinnerung, alle 100 Meter, die wir tiefer runterkommen, nimmt die Temperatur um 3 Grad zu. Das sind die geothermischen Tiefenstufen, denen wir hier unter Tage unterliegen. Wenn wir die Hauptstrecken der Werke Neuhof-Ellers, Sigmundshall, Werra und Zielitz zusammenzählen, kommen wir auf eine Gesamtlänge von etwa 1250 Kilometer. So weit ist es auch von München bis nach Ibiza. Habt ihr schon mal was von Lenk- und Ruhezeiten gehört? Meine Schicht ist um. Das war schön. Späßchen.